Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Neues Video, neues Land. Genauer gesagt, ich bin jetzt in Afrika, in Westafrika, in Guinea und dort in dem Ort Labe angekommen. Ich befinde mich hier auf dem Dach des Hauses, wo ich die nächsten Wochen wohnen werde. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat das Ganze für einen Hintergrund? Das will ich euch kurz erklären. Es ist sehr einfach. Ich bin hier nicht alleine am Rumreisen, sondern ich besuche einen alten Kindergartenfreund, den Tobi. Und er wohnt hier mit seiner Familie, das heißt Frau und drei kleinen Kindern in Labe, Guinea. Und er und seine Frau machen hier Entwicklungshilfe an Schulen, unterstützen dort die Lehrer, die afrikanischen Lehrer. Sie machen das jetzt schon seit 5 Jahren und ich habe ihm immer wieder gesagt, wenn die Zeit es hergibt, dann komme ich ihn besuchen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich hoffe, ich kann euch einige Eindrücke hier aus Afrika zeigen. Das muss man mal schauen, wie das ablaufen wird oder wie ich das hinbekomme. Die Sache ist hier nämlich folgende. Der Ort Labe ist absolut nicht touristisch. Es gibt hier sehr wenige Ausländer und die Leute sind es auch nicht gewöhnt, dass hier gefilmt wird. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Es ist jetzt nämlich nicht der nächste Tag nach meiner Ankunft, sondern ich bin jetzt schon 2 Wochen hier. Habe auch schon ein Video fertig abgedreht, das gibt es auf jeden Fall. Die anderen Videos muss ich mal schauen, wie ich das mache. Es gibt viele Leute, die freuen sich, wenn man filmt, vor allem die Kinder. Aber bei den Erwachsenen manchmal, oder es sind öfters die Männer, die reagieren dann schon ein bisschen anders. Ist vielleicht auch verständlich, wie gesagt, die sind es nicht gewöhnt. Weder Touristen noch irgendjemand, der da filmt. Aber ich hoffe, es gibt dann doch einiges Interessantes zu filmen. Jetzt gibt es dann erstmal ein paar Drohnenaufnahmen von der Umgebung, in der ich hier wohne, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wo ich mich die nächsten Wochen aufhalten werde. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann an dem ein oder anderen Ausflug oder Unternehmung die Kamera auspacken kann, ein paar schöne Aufnahmen machen kann und euch nochmal mitnehmen und das Land ein bisschen vorstellen, vielleicht auch noch die Menschen. Vielleicht auch noch die Familie. Ich glaube, den Tobi und einen Sohn seht ihr in dem einen Video, was schon gedreht ist. Und lasst uns überraschen, welche weiteren Videos noch folgen werden. Bis dahin, jetzt erstmal die Drohnenaufnahmen. Und wie es dann in dem Video weitergeht, weiß ich noch nicht, ob das jetzt erstmal ein Einführungsvideo ist und später dann einzelne Videos kommen werden. Oder ob ich hier dann doch noch ein bisschen mehr reinpacke an Eindrücken, was wir bisher schon erlebt haben und was ich gesehen habe und was ich schon aufgenommen habe. Und ja, ich werde es dann im Schnitt entscheiden und ihr seht es genau jetzt. Thank you.